Hallo Leute, ja, letztes Mal haben wir hier geguckt. Willich war die zweite Stadt, die gewachsen ist. Wir sollten vielleicht mal einmal in dieser Folge schauen, dass wir die Stationen abklappern, schauen, wo viele Fahrgäste sind, ob die ordentlich weggenommen werden, weggebracht werden. Und ja, dann würde ich sagen, nächster Schritt, wenn da kurz durchgeforstet ist, vielleicht schauen, ob irgendeine andere Stadt vielleicht schon gewachsen ist. Das nach dem Intro. So, dann rufen wir mal hier Listen auf. Stadtliste, es war das Stadtliste. Ja, das ist die Stadtliste. Wir sortieren gerade nicht nach Namen, sondern nach Einwohnern. Machen das so, dass wir. Ne, Achim ist dann klein oder was? Ne, jetzt haben wir immer noch Namen. Wir wollen nach Einwohnern sortieren. So, und dann. Schwandorf ist klein, Neubrandenburg ist groß. Ist abgedeckt. Willich ist immer noch abgedeckt, ne? Ja, Bad Mergentheim hat auch schon ein Häuschen, ist aber auch abgedeckt. Und dann kommt schon Köln. Köln hat auch das erste Häuschen, ist aber auch abgedeckt. Königsbrunn, jetzt wird's knapp. Königsbrunn hat noch kein Häuschen. Okay, das haben wir zuerst gemacht. Ich hatte ja aber gesagt, wir wollen eigentlich die Haltestellen gucken, ne? Ist aber auch nicht schlimm, wartend. Und wer wartet am meisten? Hier in Gütersloh wird am meisten gewartet. Da ist gerade aber ein Zug angekommen. Der entlädt, ne, lädt gerade. Okay, jetzt sind nur noch 77 da, aber der nächste ist auch mit 77. Jetzt gucken wir, wer hier in Gütersloh steht und wohin will. Bad Zwischenahn. Wo fährt denn dieser Zug jetzt hin? Zweibrücken, Burghafen. Bad Zwischenahn, das ist der, der hier ein Zeitfenster drin hat und hier unten steht und nicht fährt, ne? Ich glaube, auf dieser Linie ist das Zeitfenster falsch. Hier 60%. Ich glaube, ist die Frage, wann fährt er weg? 20%? Ja, komm, lass mit 20% fahren. Das sind 12 Leute, dann hat er wenigstens 12 drin. Aber er muss fahren, weil in Gütersloh stehen genügend Passagiere, ne? Bad Zwischenahn hier, Rathaus, sind es 45. Da ist der Zug schon voll, fast. Naja, nicht ganz, aber voll ist er dann. Okay, dann ist das geklärt. Weiter nochmal nach Gütersloh. Bad Zwischenahn über Lüneburg Rathaus. Warte mal, das, nee, kann man offen lassen. Lüneburg Rathaus ist der Zug, der dann da irgendwo fährt. Oh, jetzt muss ich nicht BRSD nehmen, ne? Sonst haben wir gleich wieder was falsch. Da kommt er. Lass mal gerade reingucken. 27 Passagiere. Die wollen dann da auch hin und her. Das ist auch klar. Das heißt, hier stehen jetzt keine mehr. Doch. Aber die wollen alle zu Burg. Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ne? Vielleicht sollten wir diese Zuglinie einmal zur Burg verlängern. Das würde bestimmt Sinn machen. Zack. Zack. Mach das erstmal so. Dann so. Kann der auch hier lang? Nee, der kann tatsächlich nur wieder da rausfahren. Okay, dann. Oh, das sah jetzt viel schöner aus, ne? Als wieso, oder? So, dann ist das auch gegeben. Fährt dann, da fährt doch nur ein Zug drauf, ne, oder? Ich denke mal ja, momentan auf jeden Fall. Und wenn, dann können wir da später noch was handhaben. So, dann einmal bitte hier zwei Haltestellen hin. Dann ist das erledigt. Wir gehen in die Linienverwaltung, die nicht da ist, sondern da ist. Achim. Brandenburg, Linie löschen. Da unten haben wir noch zwei Linien, die irgendwie nicht sind. Ja, beim Erstellen wahrscheinlich was falsch gelaufen. Löschen. So, Regionalzug. Wir gehen erstmal auf Züge und gucken jetzt, wo hier Lüneburg, Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Das müsste er sein, ne? Köln, Neubrandenburg, Gütersloh, Lüneburg. Das heißt hier. Warte mal, das heißt hinzufügen ist richtig erstmal. Und da wäre halt der halt an der Burg hinzugefügt. Und wir schieben ihn hoch. Das hatte Tante Mimi gemacht. Soll ich so machen? Macht auch Sinn. Und danach müssen wir den nochmal hinzufügen. Und den müssen wir auch hochschieben. So, er kommt von
Neubrandenburg, Gütersloh, Lüneburg, Lüneburg-Burg, Lüneburg-Rathaus wieder, Gütersloh und dann dahin. Und dann ist das jetzt richtig. So, das bedeutet, dass am Ende Fahrzeugdetails ausmustern. Die können alle weg. Die brauchen wir dann nicht mehr, weil dann wird da definitiv jetzt mit Dingens gefahren. Das war schon der da unten, einer von, ne? Fahrzeugdetails ausmustern. Jetzt haben wir hier noch einen stehen, glaube ich, ne? Und der ist auch vollgeladen, oder was? Sechse. Ja, lass mal gerade so stehen. Fährt er jetzt oder fährt er nicht? Er fährt. Ich habe jetzt hier vier Kutschen, ne? Und da sind vier Kutschen, dann passt das. Und hier stehen sie jetzt hoffentlich. 12 Passagiere. Königsbrunn, Gütersloh, Gütersloh, Lüneburg, Rathaus. Das ist gut. Und der Zug kommt schon und 44 Passagiere. Wie viel stehen hier denn für Burg? Lüneburg, Burg stehen 5. Die muss er ja dann mitnehmen. Die haben die Kutschen ja noch nicht mal geschafft, ne? Hat er denn nur Rathaus? Nee, hier 25 über Lüneburg Rathaus. Das müssten ja dann auch welche zu Burg sein. Genau so ist es. Wow. Gut, dann ist es besser, wenn das so klappt. Weil das sind ja einige, die da schon drinnen sitzen und dahin wollen, oder? Ja. 30 Lüneburg-Burg, die 25 und jetzt nochmal die 5 dazu, die da standen. Ne? Hier dürften jetzt keine für die Burg mehr stehen. Das sieht gut aus. Okay, das bedeutet, da geht das auch voran. Wir sind jetzt aber in Gütersloh nochmal. Neubrandenburg fährt nach oben, aber hier sind jetzt nur noch 11 stehen. Das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Hier kommen jetzt einige an, die da umsteigen werden. Und der kommt von Bad Zwischenahn jetzt gefahren mit 14. Das heißt, diese 12, ja, weiß nicht, wahrscheinlich werden es 13 sein, dass der wieder losfährt. Hat geklappt eigentlich, dass der jetzt fährt, ne? Der kommt jetzt da an. Jetzt ist noch interessant. Ja, der nimmt jetzt wieder welche mit. Ah, jetzt sieht man schon hier direkt, wie viele da einsteigen. 3 sind eingestiegen. Okay. Können wir aber erstmal so lassen. Passt. Der kann zu. Jetzt sind sie bei der Burg. Die 30 steigen aus und es steigen 12 ein. Sehr gut. Ja, das wird werden, ne? Die 4 Kutschen werden gleich da hoffentlich verschwinden dann. Stehen jetzt hier welche schon wieder für die Burg? Ne, natürlich nicht, aber ist nicht schlimm. Das wird klappen. Haltestelle. Wartend ist passend. Wo ist ein Schwanendorf-Zweig? Ach, das ist hier oben bei der Klingens. Wo die Schiffe fahren, ne? Wo wollen die denn alle hin? 84 Passagiere warten. Bad Bergentheim Rathaus. Das heißt, der will übers Wasser. Warte, Zielort ist falsch. Via Menge. Über Schwandorf Rathaus. Das ist nach oben weg. Schwandorf Rathaus ist direkt nach oben weg. Da sind 70. Und Waldhafen sind nur 6. Das bedeutet, hier fehlt's. Hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass wir hier zwischen Schwandorf Rathaus und da unten vielleicht eine Zuglinie machen wollten, ne? Weil es sind doch einige, ne? Ist nur immer so dieses Problem. Wieder einen Lokschuppen bauen, ne? Weg, hin. Ich würde dann die tatsächlich so fahren lassen mit Kutsche. Und die hier erstmal so. Das ist ja auch chaotisch dann, ne?
Ich glaube, da müssen wir gerade die Straße noch umbauen. So, dann die Straße da weg. Das war falsch. Dann muss das richtig sein. So, jetzt haben wir die Straße geschafft. Jetzt wieder Gleise her, bitte. Einmal da rüber. Oh, das war jetzt hier voll cool, ne? So, aber sieht nicht so ganz so aus, als ob das hier verbunden ist, oder? Kann mich auch täuschen. So, das hat geklappt. Da sind schon die ersten weg hier, sag schon, Kutschen. Hier kommen zwei dazu. Genauso wie da oben auch. Oh, das war falsch rum. Ah, und da unten war es auch falsch rum. Zusatz weg, ist das dann richtig? Nee, geht so nicht. Aber ich glaube, das war hier mit dem X, kann man den Zusatz wegmachen. Na, genau so ist es. Und dann kannst du das so richtig rum machen. Dann passt das wieder mit dem Bahn, mit der Haltestelle. Und hier unten ist das gleiche falsch gelaufen, ne? Oder? Nee, da habe ich sogar richtig gemacht. Schwandorf Hafen passt. Gut, und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir einen Zug haben, der da lang fährt. Wo setze ich den Lokschuppen hin? So, oder? Depot fertig. Und Zug auswählen. Lok auswählen. 1, 2, 3. Fahrplan erstellen. Fahrplan zur Linie. Regionalzug Schwandorf. Hieß das da unten Hafen? Ich glaube ja, ne? Ich mach's erstmal so. Füge den Stopp hinzu. Und der unten Zweighafen heißt da. Okay, heißt da oben der dann Hafen? Nö, der heißt Auenrund, dann passt das schon. Demnächst können wir das als Häfen dann machen, weil dann fährt er durch, ne? So, gut. Und Linie fertig. Hier passt's gerade nicht. Jetzt muss ich gucken, wo die Linie ist. Regionalzug, Schwandorf, Hafen ist dieser. Und starten, ne? Fährt hoffentlich nach Schwandorf Rathaus zuerst. Ja, macht er. Und gucken gerade. Zwei Hafen, 27 Passagiere. Der hat gleich schon genug Fahrgäste. Sehr gut. Ja, mach mal weg. Und dann können wir schon die Kutschen auswählen, dass die auch wegkommen, ne? Fahrzeug ausmustern. Wir sind da drauf. Zwei, ne? Ne, drei sogar. Ausmustern. Und die anderen sind schon ausgemustert. Die von der anderen Haltestelle, wo wir schon umgebaut haben, ne? So, die sind dann auch weg. Und da fahren sie dann dahin. Gut, ah, das ist hier. Ne, das ist Augengrund, oder? Oder was ist das hier? Ne, Rathaus. Okay. Da stehen Sechse zum A. Die hat er nicht mitgenommen. Die sind schon neu angekommen in der neuen Kutsche. Alles klar. Und er hat jetzt die 27 hier schon drin. Sehr gut. Und hier unten müssten ja jetzt schon 70 stehen, oder wie war das? Schwandorf Rathaus. Ja, 72 sogar. Wow. Das heißt, der kriegt die gar nicht alle auf einmal mit. Auch sehr gut. Gut, das bedeutet, die Kutschen fallen weg. Er fährt jetzt mit 0 zurück. Das ist schade. Kriegt er aber gleich welche dazu. Und hier stehen 12, die abgeholt werden wollen. Also keiner rüber. Wie viel stehen hier? Ah, der fährt noch und hat 0. Das ist schlecht. Aber vielleicht wird das ja alles noch. Die Kutschen da unten müssen gleich irgendwann verschwinden. Dann ist alles gut, oder? Hier steht niemand, das ist auch schlecht.
Das heißt, das Schiff fährt immer schön leer hin und her. Aber 50 minus erst. Aber hier stehen welche. Neubrandenburg, Achim, Friedrich. Aber die sollten abgeholt werden. Wann kommt da jetzt ein Zug an? Das ist die Frage. Ah, der ist schon hier, glaube ich, nach Friedrichsdorf unterwegs und fährt dann rüber dahin, denke ich mal. Bad Mergentheim. Ja? Obwohl, hier sind 8 Friedrichsdorf Rathaus. Über Bad Mergentheim, 2 Karpfen ist nicht das, wo wir hinwollen. Neubrandenburg, da gibt es gar keinen, die da jetzt rüber wollen. Irgendwie klappt es gerade da nicht so. Keine Ahnung, was da läuft. Müssen wir in der nächsten Folge nochmal gucken. Aber wir werden sehen, oder? Machen wir gerade schneller, dass da unten die erstmal alle geschlossen sind. Die will ich noch zuhaben in dieser Folge. Einer ist weg. Wo fahren die jetzt hin? Hoch, okay. Zweite ist weg und der letzte kommt gerade auch noch an. Ist dann auch weg. Also hier müsste ja jetzt abgeholt sein, ne? Okay, da wurden gerade welche angeliefert. Hier sind keine. Schiff müsste alleine fahren ohne Passagiere. Genau so ist es. Hat der Zug denn schon noch welche gekriegt? Ah ja, doch, 5 Stück. Das geht ja schon mal. Schauen wir gerade hier oben nochmal rein. Hier müssten jetzt ein paar stehen. 16, okay, die werden abgeholt. Und hier hoffentlich stehen auch welche. 10 Waldhafen. Ah, die wollen rüber, okay. Gut, und er hat 12. Ja, das wird sich irgendwie rentieren auf Dauer. Hier ist niemand drin. Hier ist niemand drin, das ist schlecht. Und hier ist auch niemand drin. Ah, ganz schlecht. Gut, okay, aber machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.